Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wahnsinnswetter, wir haben Mitte Februar, die Sonne lacht und wir wollen angeln. Und zwar auf einen Fisch, den ich selbst noch nie gefangen habe. Ich bin im tiefsten Bayern mit meinem geübten Angelpartner Martinho unterwegs. Da vorne rennt er rum. Servus. Servus, sagt er. Das sagt man so in Bayern. Ich nehme mal die Sonnenbrille ab. Das hat was mit Anstand zu tun, glaube ich. Das Wetter ist prima, aber die Verhältnisse hier, wir sind am Inn. Die Wasserverhältnisse sind grausam. Es hat in den letzten Tagen ganz, ganz viel in Deutschland geregnet. Und der Rhein bei mir zu Hause, mega angestiegen, Uferstraßen sogar gesperrt, die Donau richtig hoch, da steht das ganze Ufer im Wasser. Und hier am Inn sieht es aktuell leider nicht viel besser aus. Schaut mal hier das Wehr. Alter Vater, da kommt richtig, richtig Brühe runter. Da drüben an der Spitze ist ein strömungsberuhigter Bereich, aber da kommen wir nicht hin. Da kommen wir nicht hin. Verflixt und zugenäht nochmal. 500 Kilometer durch ganz Deutschland gefahren. Aber Martin hat mir schon gesagt am Telefon, Stefan, das wird haarig. Mit dem Schlauchboot hier auslegen und Waller angeln. Das würde wahrscheinlich gehen, aber das, was wir vorhaben, oh Mann, das wird, glaube ich, hier in die Hose fallen. Hier vorne am Ufer steht das Wasser noch ein bisschen und dreht sich. Seht ihr hier, hier ist ein bisschen ein stehender Bereich. Aber mit dem Angelzeug, wo wir hier anrücken, wird das, glaube ich, nicht so einfach. Viele von euch fragen sich jetzt wahrscheinlich, auf was wollen wir denn angeln? Welchen Fisch hat denn der Stefan noch nicht gefangen? Gibt nicht viele, aber einen gibt's. Wir gehen auf Dorsch. Dorsch? Dorsch. Ihr habt recht, wir gehen nicht auf den normalen Dorsch, der schwimmt ja nur im Salzwasser rum. Wir gehen auf den Süßwasser-Dorsch. Hat mich immer schon interessiert, fand ich immer ganz spannend. Bei mir zu Hause gibt es die gar nicht zu fangen. Hier in Bayern nennt man den Süßwasser-Dorsch auch Arurten. Arurten? Arurten? Arurten steht am Ufer und wird zum Angeln genommen. Arurten? Ist eine Quappe. Rute. Rute. Rute in Hochdeutsch, Allrute. Auf Bayerisch. Arurten. Quappen, ja? Quappen angeln wollen wir. Oh. Und ich glaube, die Quappe oder das Quappenangeln schwimmt uns gerade im wahrsten Sinne des Wortes davon. Wir schlappen jetzt noch mal hier ein Stück runter. Haben wir noch andere Möglichkeiten? Also ich hab nur am Inn. Inn ist ja somit eins der geilsten Quappengewässer neben den Gewässern tief im Osten. Frankfurt-Oder, da unten an der Oder hört man immer wieder von Quappenfängen. Bei mir Rhein und Neckar, weiß ich gar nicht, ob es die Fische dort gibt. Ich habe noch nie eine gefangen und deswegen sind wir jetzt hier an die bekannten Gewässer gefahren. Aber der Regen, der starke Regen in Deutschland lässt auch den Inn zu einem reißenden Strom ansteigen. Aber aufgeben gilt nicht. Was haben wir für Möglichkeiten? Ich habe nur einen anderen Platz im Kopf, weil ich mir schon gedacht habe, dass hier vielleicht schwierig wird. Mit einem strömungsberuhigten Bereich, wir können da mit dem Auto schön hinfahren. Ist halt hier unterhalb direkt vom Wehr, wäre halt ein Topplatz gewesen. Aber bei dem Wasserstand und bei der starken Strömung hat das einfach keinen Sinn. Deswegen werden wir uns jetzt den anderen Platz, den ich mir überlegt habe, mal noch anschauen, ob es da ein bisschen besser ist. Wir haben da ein schönes Kehrwasser, werden wir uns anschauen und dann gegebenenfalls probieren. Das hohe Wasser jetzt hier macht den Quappen nichts.
Also die Wasserfarbe meine ich, das braune Wasser. Wenn das Wasser ein bisschen drückt, wenn es ein bisschen eingetrübt ist, dann habe ich da die Erfahrung gemacht, steigert das eigentlich eher die Chancen zum Quappenangeln. Ist ja eigentlich bei jedem Raubfisch so, ne? Raubfisch ist allerdings das Problem, sonst hätten wir jetzt auch irgendwie auf Zander ummünzen können. Aber wir haben jetzt gerade hier Schonzeit, oder? Hier ist Raubfischschonzeit seit 1. Februar. Das also heißt Aktivangeln verboten mit Spinner, Blinker, Gummifisch und mit Fischfetzen und toten Köderfisch ist das Angeln auch verboten. Das heißt, wir müssen uns mit dem Tauwurm begnügen. Ja, ich wollte nämlich schon sagen, Fischfetzen, also so ein bisschen das, was ich gelesen habe oder gehört habe, ist Fischfetzen ja eigentlich ein guter Quappenköder, aber Tauwurm, wenn der Martin sagt, Tauwurm geht, dann probieren wir es mit Tauwurm. Wir wollen es ja an die Regeln halten. Aber bevor wir uns über die Köder jetzt Gedanken machen und wie wir angeln, müssen wir erstmal einen Platz finden, wo wir angeln können. Wir schauen mal los auf der Suche nach einem Ruden, Rudenplätzle. Rudenplätzle. Habe ich das richtig gesagt, Martin? Ruden. Rudenplätzli. Rudenplätzli. Ruden. Rudenplätzli. Auf geht's. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Mega spannender Platz hier. Wir sind genau gegenüberliegend von Österreich, also genau an der Grenze. Innen ist ja auch der Grenzfluss zwischen Deutschland und Österreich. Wir sind noch hier auf der deutschen Seite und da drüben ist Austria, da wohnen die Ösis. Ja, das sieht ja hier echt geil aus. Wirklich malerisch aus. Wo sind wir denn hier genau? Wir sind hier in Neuhaus am Inn, direkt gegenüber von Schering. Hier ist der Platz, den ich noch für uns als Alternative ausgesucht habe. Das Spezielle hier an dem Platz ist, dass wir hier direkt am Ufer ein schönes Kehrwasser haben. Draußen weiter zieht der Hauptstrom vorbei und hier am Ufer haben wir eine leichte Kurve drin und daher dieses schöne großflächige Kehrwasser, wo wir auf jeden Fall schön weit rausangeln können und wo unsere Montagen auch dementsprechend sicher liegen. Und wir haben sogar eine geile Treppe, die hier runter geht. Ja, das unter anglerischen Gesichtspunkten gesehen sollte Martin recht haben. Wir haben es kalt, es sind jetzt aktuell Außentemperatur von 2 Grad. Wir haben zwar das hohe Wasser, aber hier vorne einen schön ruhigen Bereich. Das sieht doch aus, als würde sich hier das Quappen, Schnappen lohnen können. Ich bin mega aufgeregt, ich habe noch nie so ein Süßwasserdorsch gefangen. Und ich würde sagen, läuten wir mal die Angelsaison jetzt hier 2020 richtig ein. Quappenjagd in Bayern, Chill and Grill. Im Hintergrund, da seht ihr unsere Autos stehen und ich bin eigentlich jetzt zu faul, hier irgendwo ein Zelt aufzubauen. Der Boden ist ein bisschen schlammig. Ist zwar nicht weit zu tragen, aber ich denke, vielleicht können wir ja in unseren Bullis pennen. Martin hat, guck mal hier, da kommen gerade die Schwäne angehuscht. Und da, wo die sind, die haben ja auch keinen Bock, einen Haufen Energie zu verlieren. Da ist dieses Kehrwasser. Seht ihr, wie schön die da rumpaddeln können mit ihren Flossen. Da sollten auch unsere Montagen liegen bleiben. Die Montagen werden wir euch später noch genau vorstellen. Ist ja auch für mich komplettes Neuland. Aber jetzt erstmal zurück. Ich würde sagen, wir werden hier im Bulli pennen. Dürfen wir hier ans
Wir können hier ohne Probleme reinfahren. Ein bisschen ein Stück ranfahren, wir machen nichts kaputt. Und dann können wir ja auch mal deine neue, Martin hat sich eine Pergola an den Bus gebaut. Deswegen passt es doch ganz gut, Chill and Grill. Da können wir uns schön drunter setzen und uns heute Abend, wenn die Sonne weg ist, einen abschlottern, wenn es richtig kalt wird. Aber haben wir keinen großen Stress, können den Platz testen. Wenn es nichts ist, sind wir morgen flink wieder weg, auf zu neuen Ufern. Und ansonsten angeln wir aus dem Bus raus. Auf geht's, jetzt heißt es erstmal aufbauen. Die Bullis stehen am Innenufer und jetzt zeige ich euch mal Martin seine Neuanschaffung. Mega! Ist doch echt geil, oder? Man wird immer fauler. Je älter man wird, je oller, je doller. Aber ist schon cool. Ja, wenn man die Möglichkeit hat, wirklich mit einem Bulli direkt ans Wasser zu kommen, ist das schon eine feine Sache. Hauptsächlich hat sich der Martin aber geholt für unsere Waller-Workshops, damit wir so ein bisschen Bereich haben, wo wir sonnengeschützt sind, wo wir uns auch mit den Teilnehmern dann treffen können. Da sind ja dieses Jahr wieder einige geplant. Aber das ist schon eine coole Sache. Also wenn man mit dem Auto ans Gewässer rankommt, ich habe es dann doch wirklich lieber irgendwie im Zelt zu sitzen und notfalls auch ein bisschen zu tragen. Aber wenn man es kann, dann ist das eine coole Sache. Fett, gefällt mir. Ganze Chaos im Bus. Ja, man nimmt halt immer alles mit, wenn man nicht genau weiß, was auf einen zukommt. Und jetzt muss ich den Bus auch noch so umorganisieren, dass ich drin schlafen kann. Aber das klappt auf jeden Fall. Weniger Action als jetzt noch ein Zelt aufzubauen. Ja, bei den Wallafiederrouten eingepackt. Aber zum Tackle kommen wir gleich. Da muss ich auch erstmal Martin über die Schulter schauen. Denn wie gesagt, ich weiß gar nicht so genau, wie das hier abläuft. Das ist doch cool, oder? Winterliche Temperaturen. Bei uns sieht es aus wie auf dem Campingplatz. Ich will nicht wissen, was hier der Anwohner denkt, wenn er heute Abend vom Arbeiten nach Hause kommt und hier die beiden Erdbeerpflückerbusse vor seinem Gartengatter stehen hat. Aber den richtigen Spruch hat er ja schon mal auf seinen Blumentöpfen da stehen oder Feuerschalen, Rohren, was das ist. Carpe diem, nutze den Tag und wir nutzen den zum Angeln. Martin ist schon Startlöchern, der ist immer schneller als ich. Guck mal, was der da für eine Raketenabschussrampe dabei hat. Was denn das? Am Innenufer kriegt man keine Rutenhalter vernünftig in den Boden, deswegen nutzen wir hier immer die Highpots zum Abstellen, da muss man nichts in den Boden reinrammen. Kriegt man keine Rutenhalter rein. Mein Spezialrutenhalter kriege ich überall rein. Und ich weiß nicht, wie so eine Quappe beißt, sieht aus wie ein kleiner Dorsch oder ein kleiner Wels. Das Ding da unten, wenn die richtig losgeht, glaube ich, kippt's weg. Ich guck mal, ob ich meine reinkrieg. Vielleicht hier wirklich beim Krabbenangeln etwas übertrieben, aber reingerutscht wie in Butter geht und hier könnt ihr auch eine Fiederrute reinstellen. Sieht nicht so futuristisch aus wie Martin seine Abschussrampe,
aber erfüllen ihren Zweck. Und was beim Wallerangeln super hält, das wird hier am Inn auch funktionieren. So, und jetzt gehe ich mal hoch zum Martin und schau mal über die Schulter. Ich glaube, der ist schon am Tackle-Wursteln. Der ist gleich runtergerannt, die Treppe, habt ihr sicherlich eben gesehen, hat gleich mal seinen Pott links hingestellt. Das ist immer gefährlich bei Ortskennern. Aber schauen wir mal, ist eh schon spannend, ja, wenn wir überhaupt mal so ein Ding fangen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Gibt es bei mir zu Hause nicht. Jetzt gehen wir mal hoch und schauen uns mal an, wie das Tackle aussieht für die Ruten. Ruten, sagt er immer, für die Quappen. Der Chaot Zeus. Martin, ich habe unsere Fiederruten eingepackt, die ich sonst beim Welsangeln mal mit habe. Also die halten einiges aus, aber ist das was zum Quappenangeln oder ist es viel zu schwach? Nee, das schaut doch ganz hervorragend aus. Das ist perfekt. Also mit der Rutenauswahl bin ich schon mal nicht so falsch. Dann habe ich noch mir zwei kleinere Rollen organisiert. Zum Fiedern habe ich ja ganz gerne so Rollen mit dem Baitrunner, aber den werden wir hier wahrscheinlich nicht brauchen. Die Quappe beißt ja wie ein Aal, oder? Also ja, Aal, ja, die zieht dann richtig, genau. Also zwei kleinere Rollen und wie ihr seht, vor lauter Husch, Husch und Eile noch keine Schnur drauf. Aber das mache ich jetzt schnell, während Martin da schon in seiner Schatzkiste rumfummelt. Und dann werden wir mal sehen, wie die Montage aussieht. Ich bin gespannt. So eine Befestigung von so einer Mono auf einer Stationärrolle ist relativ einfach. Ich zeige das euch mal. Ihr macht euch einfach am Ende von der Mono so eine Schlaufe, schneidet die dann unten bündig ab. Ich habe jetzt hier eine 32er Monophile. Beim Fiedern habe ich eine 22er, aber ich glaube hier im Inn mit den ganzen Steinen und Muscheln, was fischst du für eine Schnurstärke? 28 oder 28. Martin ist ein bisschen dünner, der hat eine 28er drauf, aber ich denke 28 zu 32 wird wurscht sein, wenn die Ruten meinen Tauwurm riecht, ballert die sich den eh komplett weg. So, vor lauter, ihr macht euch ans Ende von eurer Mono so eine Schlaufe und geht jetzt mit der Schnur durch die Schlaufe durch, dass ihr so eine Schlaufe bekommt, die sich selber zuzieht. Und die legt ihr einfach über eure Spule drüber, dass die sich da zuzieht. Klappt die Rolle zu und könnt jetzt mit dem Bespulen beginnen. Genau, der Martin muss das mal kurz ein bisschen halten. Und dann geht das rucki zucki. Ich kurbe und der Martin bekommt heiße Finger. Gleich haben wir's. Achtet auf jeden Fall drauf, wenn ihr mal selber eine Rolle bespult und das nicht im Angelladen machen lasst, dass ihr sie nicht zu voll macht. Hier ist jetzt noch gut Platz, aber wenn ihr sie zu voll macht, springt euch die Mono runter. Und so viel braucht man ja nicht. Wir angeln ja nicht auf der anderen Seite. In Österreich dürfen wir eh nicht angeln. Sondern wir angeln ja hier vor den Füßen im Kehrwasser. Aber das ist ja eine spannende Frage, oder? Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt so ein Weitwurfprofi wäre und würde von hier aus 5 Meter vor die Ösi-Grenze meinen Tauwurm schmeißen? Wie ist denn das? Oder ist jetzt die Angelkarte uferbezogen? Aber wenn ich jetzt weit werfe, kann ich ja in Österreich angeln. Also die Angelkarte ist generell uferbezogen, aber nachdem wir hier eine Breite haben von, sind das 200 Meter, ja, glaube ich, nicht, dass du da drüber wirst. Aber ich weiß tatsächlich nicht, wie die Rechtslage ist, wenn du. Aber ich glaube, ein Weitwurfprofi, der darf ruhig von der deutschen Seite drüben in Österreich angeln. Ist ja Quatsch, wird eh nicht funktionieren, weil das Wasser auch bei Normalstand so einen Druck hat, das tut euch alles wegziehen. Und jetzt ist es ja sowieso nicht möglich bei dem hohen Wasser. Aber doch spannend, an so einem Grenzfluss zu angeln. Ne? So, seht ihr, jetzt ist meine Rolle schön gefüllt, das sieht gut aus. Ich denke, so werde ich es lassen. Martin cuttet es ab. Jetzt bauen wir die Montage zusammen. Die erste Rute kommt auch gleich ins Wasser, denn nur ein Köder, der im Wasser ist, eine Schnur, die nass ist, kann auch Fische fangen. Und dann machen wir in aller Ruhe die zweite Rute.
Und ja, bin mal gespannt, ob er Ruten beißt. Beißen die eigentlich nur nachts oder auch tagsüber? Also meistens nachts beim Dunkelwerden, also so jetzt in die Jahreszeit so ab 17, 18 Uhr. Aber ganz vereinzelt wurden die auch schon tagsüber gefangen beim Forellenangeln, wenn hier die Leute sitzen und im Frühjahr Forellen angeln oder im frühen Frühjahr, Anfang März dann kommt. Ja gut, ich meine, das Wasser ist ja jetzt auch, sonst ist der Inn ja relativ klar. Ja. Und jetzt haben wir durch das Hochwasser, ist er drüber beim Welsangeln. Der Wels ist ja auch ein Fisch, der hauptsächlich nachts beißt. Aber wenn wir Hochwasser haben oder trübes Wasser, beißen sie auch oft tagsüber. Vielleicht kriegt man ja auch tagsüber eine Aktion. Aber das Spannende, glaube ich, ist auch jetzt mit dem Wurm als Köder. Natürlich ist unser Hauptzielfisch die Quappe oder meiner. Martin hat ja schon ein paar gefangen. Aber ich denke, wenn man Tauwurm in den Fluss schmeißt, kriegt man ja nicht nur Quappen ans Band. Es kann ein Weißfisch beißen, Brassen, Aale wahrscheinlich nicht im Winter. Aber Wurm nimmt ja jeder Fisch. Ja. Es kann ja sogar theoretisch sein, dass wir einen Waller fangen. Aber ich glaube, das wird dann spannend. Die Ruten sind vorbereitet. Es wird auch merklich jetzt kälter, obwohl immer noch die Sonne da oben lacht. Martin ist am Wursteln. Jetzt schauen wir dem mal ein bisschen über die Schulter, was er da genau zusammenbaut. Ich zeige euch jetzt, wie die Montage hier aussieht zum Quappenangeln. Ist eine denkbar einfache Montage, ganz einfach wie beim einfachen Grundangeln, beim Aalangeln. Ich habe hier meine monophile Hauptschnur. Dann setze ich hier so einen Anti-Tangle-Boom ein. Der Anti-Tangle-Boom ist ganz einfach dafür da, dass sich beim Auswerfen nichts verwurschtelt, dass das schön sauber fliegt und dass das Blei vernünftig auf der Hauptschnur läuft. Als Knotenschutz fähle ich jetzt einfach eine Gummiperle auf. Dann kommt mein einfacher Wirbel. Eine ganz einfache Grundmontage, absolut kein Hexenwerk. Das Bleigewicht ist immer abhängig von der Strömung. Hier in dem Kehrwasser reichen uns die 70 Gramm Bleie. Ich hänge das einfach hier am Anti-Tangle-Boom ein und schon ist der Teil auf der Hauptschnur fertig. Jetzt brauchen wir noch das Vorfach. Ihr könnt euch natürlich im Angelladen fertig gebundene Vorfächer kaufen, aber ich nutze gern für meine Angelei hier selber gebundene Vorfächer, geflochtenes Vorfachmaterial, einfach aus dem Grund, weil ich der Meinung bin, dass das sich im Wasser fluffiger verhält und ich nutze eine ganz besondere Hakenform. Ich nutze Circle Hooks, viele von euch kennen das vom Meeresangeln. Diese Hakenform dreht sich perfekt im Quappenmaul und hakt absolut zuverlässig. Martin ist ja vorhin schnell die Treppenstufen runtergerannt und hat seinen Pott nach links gestellt. Was er aber nicht gemerkt hat, ist, dass ich meine Fiederrute hinter ihm gestellt habe und er gerade meine Montage zusammenbaut. Ich werde also der Erste sein, der auswirft. So, die Montage ist ready, habe ich ja ganz schlau gemacht, Martin einfach meine Rute über den Rücken zu stellen. Nee, aber da ist kein Hexenwerk dabei, seht ihr ja selbst. Der Abstandhalter hier, das kennt ihr vom Aalangeln, vom Fiedern. Das ist nichts Besonderes. Unten dran das Blei der Strömung hier angepasst und dann das Vorfach mit dem Circle Hook. Da wir Mitte Februar hier Raubfischschonzeit haben, können wir einen der erfolgreichsten Quappenköder leider nicht einsetzen, das sind Fischfetzen, weil damit könnten wir jetzt auch Zander, Hecht, was weiß ich, fangen. Und deswegen haben wir Würmer dabei. Wir haben zwei verschiedene Würmer dabei, einmal die Tauwürmer, das sind die richtig fetten hier, zeige ich euch mal, aber da wisst ihr ja wahrscheinlich, wie die aussehen. Richtig schöne, dicke, kanadische Tauwürmer. Und einmal die kleinen roten. Rotwürmer, Dendrobena. Diese Teile hier, die habe ich sehr gerne auch als zum Fiedern, wenn ich Wallerköderfisch brauche. Oder auch zum Barschangeln am Dropshot. Das sind so kleine, quirlige Teile hier, die richtig viele Aktionen machen. Und ich denke, da haben wir ein gutes Spektrum abgedeckt. Die erste Rute werde ich jetzt setzen mit so einem dicken Tauwurm. Als Jungangler habe ich ja am Neckar bei mir zu Hause
in Heidelberg viel auf Aal geangelt und werde mir den Wurm aufziehen. Denn aus der Erfahrung heraus, jeder macht das ein bisschen anders, weiß ich, wenn der Wurm einfach so auf dem Haken aufgefädelt ist und die Enden vom Haken abstehen, tummeln die sich zwar relativ stark, aber ich hatte auch öfters Fehlbisse. Deswegen ziehe ich den Wurm komplett auf das Vorfach auf, dass der wie seine natürliche Form behält, richtig schön lange drauf ist und nur unten die Hakenspitze rausschaut. Das werde ich probieren. Wir haben ja 4 Ruten hier zum Einsatz und können dann perfekt testen, auf was die Quappen mehr stehen, wenn sie denn beißen sollten und wo sie oder an welcher Wurmpräsentation sie am besten hängen bleiben. Das Wichtigste, was ihr braucht, wenn ihr den Wurm aufziehen wollt, ist so eine normale Köternadel hier. Die wird am Ende einfach eingehangen. Und jetzt kommt der Wurm und wird da aufgespießt. Ich spieße den Wurm meistens vom unteren Ende auf. Das ist das Ende, was sich hier so ringelt gerade. Der will nicht, er ist klar, kalte Temperaturen. Wenn es jetzt warm wäre, das kennt ihr vom Welsangeln, sind die schon halb matsch. Aber jetzt bei den kalten Temperaturen sind die natürlich ultra fit. Hier unten tut er immer die ganze Erde rausschieben. Der Ausgang vom Wurm, und da halte ich mir den jetzt so ein bisschen fest zwischen den Fingern und schiebe den dann immer weiter auf die Nadel auf. Ist auch nicht schlimm, wenn ihr da mal ein paar Mal daneben stecht, umso mehr Duftstoffe gelangen ins Wasser. Schiebt ihr euch erstmal den ganzen Wurm hier auf die Nadel auf. Achtet darauf, dass ihr schön in seinem Verdauungskanal drin bleibt, also schön durch die Mitte durchgeht. So, jetzt ist er schon mal ganz drauf. Fixiert es oben, dass er nicht runterrutscht. Mein Vorfach ist wieder abgestürzt. Werde ich jetzt nochmal neu einhängen. Aber das hält dann gut hier unten in der Öse. Und jetzt könnt ihr ganz toll den Wurm über die Nadel auf euer Vorfach aufschieben. Bis runter zum Circle Hook. Und da werdet ihr gleich sehen, warum ich den auffädel, weil er einfach komplett seine Form als Wurm auch im Wasser behält. Ein Brandungsangler zum Beispiel, der mit Wattwürmern angelt, die fixieren alle ihre Würmer so. Beim Aalangeln habe ich immer unten ein paar Maden noch drauf gesteckt, damit er nicht runtergezogen werden kann oder nicht runterrutscht selbstständig. Jetzt schiebe ich den vorsichtig immer weiter über den Haken Schenkel oben auf den Haken drauf, dass nur noch irgendwann die Spitze rausguckt. So. Sieht aus wie ein kompletter Wurm am Gewässergrund. Und jetzt hat die Quappe natürlich 2 Chancen. Wenn sie am unteren Teil des Wurms angreift, habe ich gewonnen. Und wenn sie durch Zufall auf dem Wurmkopf steht, könnte es einen Fehlbiss geben. Und deswegen werde ich jetzt noch ein bisschen was Lockendes hier unten über die Hakenspitze drüber schieben, so einen kleinen Rotwurm. Und der hilft dann natürlich auch, dass der Wurm nicht einfach runterrutscht oder zu weit rutscht. Den kann ich jetzt so ein bisschen über 2 Einstichstellen drauf spießen. Ich hoffe, ihr erkennt es jetzt schön. Unten der kleine Rotwurm, dem wird es, glaube ich, auch schon zu kalt. Und oben drüber folgt jetzt mein kompletter Tauwurm aufgezogen. Und um dem ganzen Köder hier noch einen leckeren Abgang zu verleihen, ihn noch auffälliger zu gestalten, nutze ich noch ein kleines Hilfsmittel. Das kennt ihr bei mir vom Welsangeln. Mein Black Cat Wurmspray. Denn im kalten Wasser hier brauche ich wirklich viel, viel Duft- und Geruchsstoffe, um die Quappe hier auf die Fährte zu bringen. Das werde ich hier drauf sprühen auf den Wurm. Aufpassen, dass er eure Klamotten da nicht mit benetzt, sonst stinkt's. Und so sieht die erste Montage aus. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen switchen und ein bisschen was probieren. Ein Wurm ganz normal, wie der Martin seine Würmer drauf macht, weiß ich nicht genau. Das werde ich euch aber gleich zeigen. Und dann hoffe ich doch, dass wir Glück haben, trotz der Hochwassersituation hier am Inn. Ah, bleibt gut liegen. Zur Bisserkennung kommt jetzt noch oben an die Rute
ein Glöckchen dran. Da nutze ich die gleichen Glocken, die ich auch beim Walleangeln einsetze. Die kann ich hier schön an die Fiederrute dran klemmt über die Ringe. Und ich denke, wenn hier die erste Ruten, wie der Martin immer sagt, die Ruten an der Ruten ziert, dann werden wir das hören. Leichte Spannung noch auf die Rute drauf. Guck mal, da kommt der Schwan. Hey! Na? Fang mal hier an Ruten. Er ist sprachlos. Das ist so ein komisches Bayerisch Red. Er versteht mich nicht, ja? Ist halt ein bayerischer oder ein österreichischer Schwan. Weiß man ja nie, wo er herkommt. Er kann ja hier von überall kommen, ja? Bei meiner ersten Rute werde ich ausschließlich diese kleinen Rotwürmer auffädeln. Ich spieße jeden Wurm einmal mittig auf, damit die am Haken sich schön quirlig verhalten, dafür aber mehrere. Sieht doch lecker aus. Zweite Rute werde ich genau wie der Stefan auch mit Tauwurm angeln, aber Licht bringt Fisch, kennen wir ja vom Welsangeln, und auch beim Quappenangeln bin ich der Meinung, dass das uns noch einen gewissen Vorteil verschaffen kann. Ich zeige euch jetzt, wie ich das mache. Ich habe mein Vorfach, mein Haken, da fädel ich jetzt ein kleines Stück von dem Blackhead-Schlauch auf, von der kleinen Größe, schneide ich mir ein Stück von 2-3 mm runter, fädel das auf den Haken, schiebt es da drüber. Noch ein zweites. Nehme hier ein kleines Knicklicht mit 3 mm Durchmesser und stecke das hier drauf und den zweiten Schlauch von der anderen Seite. Und habe jetzt eine lockende Lichtquelle direkt bei meinem Tauwurm. Hier wird mit allen Tricks gearbeitet. Also der Martin lässt jetzt ganz schön raus aus der Trickkiste. Schauen wir mal, drei Ruten sind scharf. Martin ballert jetzt noch den Tauwurm mit dem Knicklicht kurz vom Haken raus. Wer weiß. Beim Welsangeln wirkt es oft Wunder. Vielleicht ist es auch so beim Quappenangeln. Ich muss mich jetzt definitiv mal umziehen und noch meinen Bulli aufräumen. Das sieht aus hier, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Ja, ich muss jetzt noch meine Liege aufbauen, alles ein bisschen verräumen, ein bisschen Platz machen, damit wir dann endlich mal zu dem gemütlichen Teil übergehen können. Ich bin mega gespannt, ich freue mich drauf. Aber schon allein die Aussicht jetzt hier, doch mega, oder? Macht man eigentlich viel zu selten als spezialisierter Angler. Einfach mal so dotteln gehen. Und vielleicht klappt es ja sogar mit einer Quappe. Mega Sonnenuntergang, aber es wird richtig kalt. So, jetzt ziehe ich mich erstmal um. Boah. Weiß ja gar nicht, wie man diese Teile landet, aber ich habe vorsorglicherweise mal einen großen Kescher mitgebracht. Welse landen wir mit der Hand, aber ich glaube, die Quappen hier, vor allen Dingen bei dem steilen Ufer, ist ein Kescher angesagt. Ich habe einen ganz normalen Karpfenkescher dabei, den baue ich jetzt noch zusammen und dann schnell in warme Klamotten rein, dann machen wir es uns gemütlich. Das ist eine Frisur, hä? Aber die schöne, dicke,
Teddy-Unterwäsche von Geoff, die Canvas. Also das ist wirklich einer der wichtigsten Bekleider, wenn es in der kalten Jahreszeit ans Wasser geht. Gute Klamotten sind alles. Ein paar dicke Socken müssen da noch drauf. Richtig schöne Thermosocken. Und dann nach dem Schichtenprinzip anziehen. Weil sonst wird so eine Nacht hier ganz schnell auch zur Qual. Ganz wichtig, in der kalten Zeit auch zum Pennen, ist eine Mütze. Wir haben jetzt eine ganz coole Mütze rausgebracht mit einem Licht drin. Dann muss man sich als nicht die Kopflampe suchen. Mütze ist wichtig. Und wenn ihr einen Fisch habt und aus dem Schlafsack raus müsst, müsst ihr sie einfach nur drehen, draufdrücken und schon habt ihr einen Durchblick. Und ich hoffe, dass wir heute Nacht irgendwann von der Aalglocke auch rausgerissen werden. Ja, heute Mittag waren richtige Frühlingsgefühle in der Luft. Aber wir haben Mitte Februar, jetzt zieht es doch noch mal richtig an. Und wenn es heute Nacht richtig kalt wird, die gute alte Mupfelflasche. Eine schöne Wärmeflasche, heißes Wasser rein, unten in den Schlafsack. Wenn die Füße warm sind, ist alles warm. Und dann wird es auch klappen mit einer Quappe. Oder besser gesagt, mit dem Warten auf den Biss der Quappe hier im Winter. Alter, was ist denn das? Ja, Stefan, ich als alter Winterangler weiß natürlich, dass hier nachts immer saukalt ist und deswegen habe ich uns hier einen Heizstrahler mitgebracht, dass wir uns ein bisschen die Füße und die Hände aufwärmen können. Wir haben ein Dach am Bulli, wir haben einen Heizstrahler am Boden. Das muss ja einfach nur knallen. Also da hat er recht, da weiß er genau, was er tut. Für die kaltgefrorenen Griffel ist das wirklich göttlich. Und zum Glück haben wir keinen Wind heute Nacht. Es war wirklich richtig kalt, also die Kälte zieht jetzt richtig an. Es wird eine klare Nacht, man sieht ja auch einen ganz hellen Himmel. Die Sterne kommen raus, Vollmond fast über uns. Ja. Beim Walleangeln ist Vollmond natürlich mega geil, beim Quappenangeln weiß ich es nicht genau. Was hängt. In einem riesen Kescher versteckt sich, glaube ich. Meine erste Quappe. Windet sich wie ein Aal. Ganz knapp gehakt. Ich mache erstmal den Haken raus hier. Ah, der hängt aber gut. Sieht aus wie so ein Tigerfisch. Ganz geiles Muster, windet sich wie ein Aal, fässt sich auch an, ja, vielleicht eher wie ein Belt. Schaut es euch mal an. Meine erste Quappe aus dem Inn. Guck mal hier vorne, diese einzelne Bartel, das ist so die Charakteristik für die Quappen
für den Süßwasserdorsch. Martin sollte recht behalten mit seiner Prognose. Im Dunkeln kommen die Quappen, die Ruten. Und im Endeffekt ist es wirklich wie ein Aal oder wie ein ganz kleiner Mini-Wels. Ich bin komplett verschleimt, kann das Ding kaum festhalten. Was hat denn so eine Quappe für ein Schonmaß? Die haben hier bei uns in Bayern nur, ich glaube, 12 cm Schonmaß. Also das hat sie auf jeden Fall. Ich weiß es nicht, ich habe jetzt kein Maßband hier. Vielleicht hat dieser Fisch 35, 40 cm, schwer zu sagen, vielleicht ein bisschen größer als ein DIN A4-Blatt, aber es ist auf jeden Fall mega spannend und ich freue mich. Ja. Es ist kein Riesenfisch, aber es ist ein Fisch, den ich bei mir zu Hause überhaupt nicht fangen kann und hier jetzt, trotz der wideren Umstände mit dem Hochwasser, meine erste bayerische Quappe aus dem Inn. Absoluter Hammer, absoluter Hammer. Zwar komplett verschleimt, die kalten Pfoten, aber ich habe meine erste Quappe gefangen. Keine Riesenfische, nicht zu vergleichen mit den Welsen, aber eine ganz neue Fischart und mega spannend. Also der Tong, die Glocke hat bis hier hoch geläutet, die Dinger rauchen schon richtig rein. Und sie kam auf die kleinen Rotwürmer, also auf die Dendrobene, auf das Bündel. Wahnsinn. Dann winden die sich so bam, bam, bam. Ich bin happy. Absolut geil. Drauf. Schöne Quappe, ca. 30-35 cm. Nicht die größte, aber für die aktuellen Bedingungen absolut top. Das ist doch absolut der Quappen, oder wie der Martin immer so schön sagt, der Ruten-Wahnsinn. Zwei Fische jetzt innerhalb von, kann man sagen, einer halben Stunde. Ne? Ja. Es wird dunkel. Trotz des braunen Wassers, wo ihr eigentlich hätte schon noch bei Tageslicht ein Biss kommen können, starten sie in der Dunkelheit. Wir haben jetzt kurz nach 9, der erste Biss kam glaube ich 8:30. Zwei Fische, ich kann es sehr schwer einschätzen, wie groß diese Dinger werden überhaupt, aber 30 und vielleicht knapp 40, ja. Irgend sowas. Zwischendrin, wir haben kein Maßband dabei. Aber spannend, ja, ganz coole Fische, diese Tigerzeichnungen auf der Seite, winden sich wie ein Aal, sind schleimig wie ein Wels. Mega, ja, macht mega Spaß. Und vor allem diese Heizstrahler hier für die Hände. Martin, seht ihr ja im Hintergrund, der hat so Chirurgenhandschuhe an. Ich habe keine Handschuhe mit. Aber dieser Heizstrahler hier ist absolut top. Und das Verrückte ist, der zweite Fisch, kann man jetzt wieder hin und her diskutieren, ob es Zufall ist oder nicht, kam auf Martins Montage mit dem Licht am Köder, mit dem Knicklicht vorne dran am Köder. Und ich denke schon, dass in diesem trüben Wasser jetzt hier vom Inn, in dieser Hochwasserbrühe, vielleicht so ein Lichtreiz doch wirklich dann den einen oder anderen Fisch mehr bringt. Weiß man nicht, es steht bis jetzt 1:1. Und beide Fische kamen aber auf die Dendrobena. Ja. Ne? Deine auch. Also beide Fische bis jetzt auf die kleinen Würmer, die so sehr aktiv sind. Schauen wir mal, ob wir noch eine kriegen. Aber bis jetzt macht schon Spaß, wie damals, wo ich als junger Mann, als
kleiner Angler am Neckar unterwegs war und habe nachts hinter der Fiederrute gesessen und Aale gefangen. Geil. Ist ja unglaublich. Der Quappenking hat einen Griller dabei. Wir müssen es uns ja hier auch schließlich gut gehen lassen. Jetzt bin ich wirklich komplett beeindruckt und bin wirklich gespannt, weil ich habe nichts dabei. Ich habe gedacht, wir gehen zum Dönerladen oder zum Meckes, was es heute Abend gibt. Gemäß unserem Angelplatz gibt es hier eine österreichische Spezialität. Es gibt hier Käsegreiner, das ist eine Bratwurst, eine Grillwurst, gefüllt mit Käse. Das gibt ganz ordentlich Tinte auf den Füller. Geil. Absolut genial, oder? Zwei Quappen gefangen und Martinho hat hier vom Metzger seines Vertrauens Käsekreiner dabei. Ich kenne die Teile ja von meinen Guiding-Gästen teilweise aus Italien, bringe die auch immer wieder mit. Ist eigentlich, übertrieben gesagt, wie eine Wiener mit Käse drin, aber wenn man die grillt, ist absoluter Gaumenschmaus. Also jetzt habe ich wirklich Hunger. Ein Grill, kompletten Grill dabei. Immer gut vorbereitet. Immer gut vorbereitet, absoluter Hammer. Beim Angeln soll man sich auch nicht nur quälen, sondern man soll es auch mal gut gehen lassen. Alter, das ist ja mega Action hier. Eben auf der linken Rute, Biss, hat jetzt wieder aufgehört. Jetzt auf der rechten, jetzt müssen wir mal gucken, was da los ist. Erst drauf. Das ist die Riesenquappe. Guck mal hier rüber. Unser ganzer Kescher ist komplett gefroren. Wahnsinn, Wahnsinns Angeln hier im Winter. Der ganze Kescher stand eben wie so ein steifes Brett im Wind. Ich glaube, das ist jetzt hier the big one. Es ist sehenswert, ja. Die aufgefädelte Taubenmontage hat ihn jetzt gebracht. Das sind schon coole Teile. Ihr könnt ja mal in die Kommentare posten, wie groß die Teile überhaupt werden können. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin komplett begeistert. Die Rute, bam, 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 klingelt. Vorhin die linke hier voll abgegangen, runtergerannt, nichts gewesen. Jetzt eben die rechte losgegangen. Das war die, wo ich meinen Tauwurm so aufgefädelt hatte. Aber schaut mal, hier, wie er die Rückenflossen stellt. Und eiskalt die Teile. Aber das Verrückte ist ja, da werde ich Martin morgen früh nochmal interviewen, warum diese Teile eigentlich nur bei eisigen Temperaturen zu fangen sind. Kann man die eigentlich auch essen? Die sind ganz hervorragend zum Essen. Die Zubereitung ist eigentlich relativ einfach. Fachgerecht töten, ausnehmen, Haut abziehen, anständig würzen mit Salz und Pfeffer und dann eigentlich nur Kopf abtrennen und am Stück in der Pfanne braten und dann essen. Also relativ einfach. Dann würde ich sagen, nur der Versuch macht klug. Verzichten wir heute mal auf die Käsekreiner und essen mal so ein Quappen. Absoluter Wahnsinn. Zwar kein Riesenfisch, aber die größte Quappe meines Lebens. Kopf ist ab, Gedärme sind raus und jetzt kommt das Teil hier zum Einsatz. Die Zange braucht man, um die zähe Haut der Quappe abzuziehen, damit wir die besser braten können. Jetzt braucht man nur noch heißes Öl in der Pfanne und dann geht's auch schon los.
Wir hier in Bayern würden die normalerweise noch panieren, aber ich denke mal, dem Stefan wird es auch so schmecken. Jetzt warten wir mal kurz einen Moment. Was heißt denn panieren? Naja, panieren heißt halt, die nochmal in Mehl zu wenden, aber das kannst du ja nicht planen. Mehl habe ich natürlich keins mit. Wir haben doch hier nebenan ein Riesenschloss. Ich denke, die haben Paniermehl zu Hause. Martinho, geh doch mal da klingeln. Meinst du das wirklich ernst? Soll ich jetzt um 11:15 hier bei den Leuten klingeln? Ich meine das ernst. Und Action! Das war zwar jetzt echt eine krasse Aktion, aber die Leute haben mir tatsächlich eine komplette Tupperbox voller Mehl gegeben. Das ist Einsatz und jetzt bin ich echt gespannt, wie meine erste, wie sagst du immer? Ruhrten? Quappe schmeckt. Bevor der Fisch jetzt gebraten wird, habe ich für den Stefan noch eine ganz besondere Delikatesse vorbereitet. Die Leber von der Ruten ist bei uns in Bayern eine ganz besondere Delikatesse und der Stefan als Fänger von der Ruten darf natürlich die als erster probieren. Naja, wenn es dazugehört, werde ich mich auf jeden Fall nicht wehren. Ich esse ja alles. Nur 2 Minuten und dann ist gut. Also, ein guten Stefan, der erste Leber. Also ich will nicht sagen, dass es nichts kann. Man schmeckt das Salz raus vom Würzen, aber es ist wirklich lecker. Also kann was. Away for it sinks in. And you dream about this very night. Mega, mega lecker. When the moon runs down the summer sky. Einen wunderschönen guten Morgen. Boah, war das kalt heute Nacht. Echt Wahnsinn. Im Schlafsack hier im Bulli schön kuschelig, aber draußen war richtig, richtig kalt. Das Angeln auf den Süßwasserdorsch war mega spannend, hat super Spaß gemacht, war eine ganz tolle neue Erfahrung und wir hatten ja gleich richtig Glück. Ja. Hat ja gleich richtig gut geklappt. 3 Quappen. Oder wie man in Bayern hier so schön sagt, Ruten. Mega, mega Aktion. Was mich natürlich brennend interessiert, warum kann man diesen Fisch nur in kalten Winternächten fangen? Warum kommt die Quappe nicht in jedem Gewässer Deutschlands vor? Ja? Warum ist das so ortsbezogen, so regionsbezogen, wo diese Quappen zu fangen sind? Wenn ihr da eine Ahnung habt oder eine Idee oder vielleicht sogar eine gute Erklärung, schreibt es bitte in die Kommentare vom Video. Ich bin gespannt. Jetzt noch kurz
frühstücken und dann geht's nach Hause. Bis zum nächsten Video. Dicke Fische, alles Gute, euer Stefan. Ciao, ciao.